Moin Leute, SimpleTech hier. Heute geht es um die meiner Meinung nach besten drei mechanischen Tastaturen, die man im Moment auf dem Markt bekommen kann. Dabei soll es vor allem bei den Tastaturen um das Schreibgefühl, die Ästhetik, die RGB-Beleuchtung, ein paar Besonderheiten, denn jede dieser Tastaturen hat eine kleine Besonderheit für sich und die Gaming-Erfahrung gehen, damit ihr euch im Endeffekt eine eigene Meinung bilden könnt und euch entscheiden könnt, ob sich eine Anschaffung für euch lohnt oder nicht. Als die drei Preis-Leistungssieger habe ich einerseits ausgewählt die Klim Domination in der Querz-Variante, die Harvit KB432L, die auch schon in einem früheren Video von mir vorgekommen ist, und die Aoki mechanische Tastatur, die keinen speziellen Namen hat, zu der ich ja auch schon mal ein eigenes Video gemacht habe. Wir fangen jetzt an mit dem Schreibgefühl und die Harvit-Tastatur hat als einzige unter diesen drei Red Switches, also Imitate der Cherry MX Red, leider keine von Cherry selbst und die anderen beiden haben Blue Switches. Die Tastatur, auf der ich am liebsten geschrieben habe, ist die Aoki-Tastatur und im Vergleich zu der Klim Domination hat sie einfach etwas präzisere Tastenanschläge, auch wenn der Unterschied sehr, sehr klein ist. Wie ich in meinem Switch Guide vor 2 Wochen erwähnt habe, sind Red Switches, wie sie in der Harvit-Tastatur verbaut sind, zwar super fürs Gaming, weil sie schnell auslösen und geringen Druck brauchen. Zum Schreiben sind sie aber generell eher suboptimal, da würden sich Brown Switches deutlich besser eignen. Das Layout-Problem, wie es zum Beispiel extrem teure Tastaturen wie die Corsair K100 über 200 Euro haben, hat keine dieser mechanischen Tastaturen. Diese gibt es alle in der deutschen Querz-Variante mit den Umlauten Ö, Ä und Ü. So, jetzt soll's mal um die Ästhetik gehen und ganz auffallend ist, während die Klim Domination in ihrem eigenen kleinen Rahmen kommt, sind die beiden anderen Tastaturen einfach standalone. Ohne Handballenauflage, ohne gar nichts, einfach nur die Tasten auf eine Metallplatte geschraubt. Das mag auf den ersten Eindruck minimalistisch und schön wirken, andererseits ist mir dadurch auch aufgefallen, dass beide Tastaturen, sowohl die Harvit-Tastatur als auch die von Aoki, ein gewisses metallisches Klirren nach dem Tastenanschlag haben. Die Tastatur von Klim hat das allerdings nicht, das könnte daher kommen, dass entweder kein Metall verbaut wurde, oder weil die Tastatur eben diesen Rahmen hat, der das Geräusch abfedert. Beim Schreiben stört dieses metallische Geräusch bei der Harvit und bei der Aoki nur minimal, aber es ist auf jeden Fall bemerkbar. Daher finde ich das ästhetische Element, das Klim hier reingebracht hat, durchaus sinnvoll. Und wo wir schon bei der Ästhetik sind, darf natürlich die RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Und da gibt es genau 2 Plätze unter diesen 3 Tastaturen. Auf Platz 2 sind nämlich die Harvit und die Aoki-Tastatur, weil sie sowohl in ihrem Aussehen als auch in den RGB-Effekten sehr, sehr ähnlich sind. Bei keiner dieser beiden Tastaturen lässt sich die RGB-Beleuchtung für eine Taste einzeln einstellen und für alle 3 Tastaturen gibt es keine eigene Software. Alle Lichteinstellungen müssen über die FN und dann über die Funktionstasten für die Beleuchtung eingestellt werden. Doch während man sich bei der Aoki und bei der Klim-Tastatur die Beleuchtung zwar für die einzelnen Tasten einigermaßen einstellen kann und auch unter einigen coolen Lichteffekten wählen kann, ist bei der Klim-Tastatur laut Anleitung jede Taste einzeln beleuchtbar. Allerdings habe ich das mal auf die Probe gestellt und auch im Internet recherchiert und ich konnte es nicht zum Laufen bringen. Auf Amazon ist die Beschreibung der RGB-Effekte aber leider relativ schwammig und lässt Interpretationsspielraum. Ist also jede Taste einzeln beleuchtbar aus 16 Millionen Farben? Oder gibt es 16 Millionen Kombinationen, alle Tasten zu beleuchten? Das könnte also nur ein Marketingargument von Klim sein und eigentlich lässt sich gar nicht jede Taste einzeln beleuchten, sondern es gibt nur 16 Millionen verschiedene Kombinationen, die Tastatur zum Leuchten zu bringen. Trotzdem lässt einem die Klim Domination aber etwas mehr Spielraum für die Beleuchtung als die beiden anderen. Insofern bin ich mir sicher, dass die Klim in RGB über den beiden anderen steht. Auswählen kann man hier aus einer Vielzahl verschiedener Effekte, wie ihr gerade auch seht. Und obwohl davon die Vielzahl Gimmicks sind, also einfach ganz lustig aussehen, man würde sie im Spiel aber wahrscheinlich eher nicht benutzen, lässt einem die Tastatur eben die Option und darum geht es ja. Man kann also, wenn man möchte, diese Option wählen, würde man in den allermeisten Fällen aber wahrscheinlich eher nicht machen. So, und wie ich schon anfangs gesagt habe, jede dieser Tastaturen hat eine kleine Besonderheit, die die Tastatur ausmacht. Bei der Aoki zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass manche Tasten einen Aufdruck haben, den erkennt man an diesem hellweißen, manche oder viele Tasten allerdings auch nicht. Die Klim hat, wie anfangs angesprochen, als einzige Tastatur unter diesen 3 einen Rahmen. Welchen positiven Effekt das hat, habe ich ja schon erwähnt. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, diese Entscheidung musst du selber treffen. Und die Harvit-Tastatur hat als einzige Red Switches und ist trotzdem relativ laut zum Schreiben. Das heißt, obwohl die Blue Switches zwar ein sehr lautes akustisches Feedback haben, sind die Red Switches, die eigentlich überhaupt kein Feedback beim Tippen geben, doch relativ laut.
Insofern ist eigentlich gar kein so großer Unterschied, wie man eigentlich vermuten könnte, zwischen den Red und den Blue Switches. Das beschränkt sich aber natürlich nur auf diese Tastaturen, bei Cherry MX Switches sähe das Ganze wahrscheinlich sehr anders aus. So, was taugen die Tastaturen denn fürs Gaming? Und hier komme ich zu sehr ähnlichen Schlüssen wie in meinem Switch Guide Video, welcher Switch der beste für dich sein könnte. Die Blue Switches benötigen mehr Druck und lösen deshalb langsamer aus als die Red Switches. Das macht die roten eben deutlich angenehmer fürs Gaming, man braucht weniger Druck, sie lösen schneller aus. Es ist für mich jedenfalls eine deutlich bessere Gaming-Erfahrung. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich überhaupt nicht auf dieses Feedback akustisch und haptisch der Blue verzichten möchte, dann kann ich das natürlich auch absolut nachvollziehen. Dann muss man eben mit diesem etwas höheren Druckpunkt leben und hoffen, dass ein Mitbewohner diese Tastatur nicht zerbrechen, weil sie durch die lauten Geräusche genervt sind. Ich komme also zum Schluss, dass die Havi-Tastatur im Hinblick auf Gaming die Nummer 1 belegt, die Aoki-Tastatur wegen des sehr angenehmen Tippgefühls und den Lichteinstellungen auf Platz 2 und die Klim zwar auf Platz 3, obwohl auch diese viele Vorteile bietet, wie zum Beispiel eine etwas bessere RGB-Beleuchtung und kein leises Geräusch nach dem Tippen jeder einzelnen Taste wie die beiden anderen Tastaturen. Also jede Tastatur unter diesen drei hat Vor- und Nachteile und ich hoffe, dass ich dir alle wichtigen Infos vermitteln konnte, sodass du dir eine eigene Meinung zu diesen drei Tastaturen bilden konntest. Damit wären wir am Ende dieses Videos, ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Video. Euer SimpleTech.